Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Heute wollen wir uns mal einen ganz besonderen Kandidaten vornehmen, der sich extrem viel Mühe mit dem Promoten von dieser schönen Seite gibt, die ich hier für euch geöffnet habe. Vielen Dank an einen fleißigen Zuhörer, Zuleser, wie auch immer, der mir diesen Link geschickt hat. Kommt ursprünglich, wie so vieles, was Datenfallen und Abzocke angeht, über Facebook zustande. Wollen wir uns mal schauen, was wir hier haben. Uns werden wie immer gratis Sachen versprochen, weil es gibt draußen so viel gutes Menschen, die unbedingt Samariter und Held sein möchten und darum Sachen verschenken. Hier kriegen wir gratis Energy Trinken. 12 Stück, ganze Palette. Super, muss nicht mal Versandkosten bezahlen. Klar, erstmal die Frage, warum? Wer trinkt Energy Drinks? Zum großen Teil junge Leute. Jetzt ist es in vielen, vielen Supermarktketten, Tankstellen, Euro-Shoppens, wie auch immer so, dass du inzwischen Ausweis haben musst, um diese Scheiße überhaupt kaufen zu dürfen, weil die auf die Idee gekommen sind, dass das gar nicht so gesund ist, was da drin steckt. Also könnte für alle sein, die noch keinen Ausweis haben, sehr interessant, hier kriege ich 12 Stück gratis. Aber natürlich auch für jeden anderen, denn eine gute Energy Drink, wir reden von einer Gurte, der nicht nur voller Dreck ist und Zuckerersatz und hier und da, kostet ganz schön was Geld. Ich will überhaupt keine Werbung dafür machen, aber die guten in Anführungszeichen, die kosten viel Geld. Hier kriegst du vermeintlich 12 sehr gute. Wer kann da schon Nein sagen? Anspruchsgruppe hier natürlich hauptsächlich junge Menschen, was sonst mitmacht, klar nimmt man mit. Wollen wir uns mal angucken, mit wem wir es hier zu tun haben. Die Firma kennen wir schon. Impresum. Oh, es lädt. Server ist überlastet. Große Katastrophe. Es lädt immer noch. Es hat es geschafft, lädt. Impresum, Targeting GmbH. Na, wer erinnert sich? 5, 4, 3, 2, 1. Wunderwindel. Die gleichen Leute wie von der Wunderwindel. Fast gleiche Aufmachung, gleiche perfide Masche. Wollen wir mal gucken, ob der Rest auch gleich ist. Ein bisschen mehr als bei den anderen Maschen ist. Ich habe ja schon gesagt, die geben sich mit diesem Produkt, warum auch immer, sehr viel Mühe. Und wir werden das gleich noch ein bisschen analysieren. So. Geben wir denen richtig schöne Daten. Herr Razer Drink. Razer Drink at ich bin zu betrunken. Roland, gib den Wodka her. So, das sind die Daten, die du jetzt normalerweise deine echten eingibst, weil du das haben willst. Was du aber vor lauter Freude, dass du dieses Energy Drinks bekommst, wenn du das gleich noch drei anderen Freunden schickst, übersiehst, ist, es gibt hier auch wieder eine sogenannte Sponsorenliste. Frage schon wie beim Wunderwindel-Video, was zum Teufel gibt es an Sponsoren, was sollen die machen, wenn ich mein eigenes Produkt zu testen anbiete? Und warum biete ich mein Produkt zu testen an, wenn das seit zig Jahren auf dem Markt ist, blöd? Dann wissen die Leute, dass das gut ist und ich lebe von Mundpropaganda und davon, dass das im Laden steht. Aber schauen wir mal ein, welche Firmen sich auf dieser Seite eingekauft haben. Wir haben hier die üblichen Ad-Service, Mail-Service. Du siehst hier alle möglichen Datenhändler. MyDays, die hatten gerade auch eine sehr, sehr schöne Reportage bei. Lass mich nicht lügen, bei irgendeinem, bei Deutschlandfunk war das, glaube ich. Die haben eine sehr schöne Reportage hochgeladen, was die so mit den Leuten machen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Superlead Online, also hier nochmal irgendwas mit Lead, irgendwas mit Traffic. Allein diese Firmen bekommen all deine Daten und das sind auch wieder Datenhändler. Du meldest dich bei einem Datenhändler an, der verkauft dann 5 andere und dann gibt es noch diese schönen Firmen hier, die alle dein vermeintliches Werbeeinverständnis per Telefon bekommen, wo der Bundesgerichtshof aber schon lange gesagt hat, dass du über solch ein Online-Dings da überhaupt gar keine rechtlich verbindliche Werbeeinverständniserklärung für Telefon geben kannst, weil jedes Bastard kann hier deine Nummer eintragen, wenn will der dich ärgern, der Hundesohn. Also hier, Versicherung, Tiefkühlkost, Steuerzahlerbund, Dinner for Dogs mal wieder, Pflegemittelservice, irgendein Stromfrutfriki hier, ENBW, Ergo-Versicherung, GFK, Goldgas, Verlagsgesellschaft, Nigmedien, bla bla bla. Eine lange, lange Liste von Firmen, die alle die Daten kriegen, die du hier eingetragen hast. Und die wenigsten werden sich das Glück nehmen lassen, es zumindest bei dir zu probieren. Es könnte ja sein, dass du drauf reinfällst oder gerade einen schlechten Tag hast. Wir wollen mal schauen, wie das Ganze weitergeht. So,
Wir wohnen natürlich in der Energy-Drinkstraße. Platz Allee. Muss ich ja auch lohnen. Warte mal, so schreibt man alle. Nummer 81, weil Dimitri ist bei Hells Angela. Definitiv. Ich muss immer einen Maulwurf herhalten für das böse, böse Baden-Baden. Ist sogar noch drin. Das ist ja praktisch. Da wohnt Herr Maulwurf. Wenn er nicht gerade in der Nervenheilanstalt oder bei Altenheim ist, der wechselt ja öfter mal den Aufenthaltsort. So, hier ist natürlich auch wieder, wie ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Natürlich Fake-Telefonnummer, wie immer. Dass mir da keiner anruft, ich meine, könnt es probieren, aber bin unschuldig. Und dann einfach mal gucken, welche lästigen Fragen uns hier noch gestellt werden. Das ist schon wieder ungültig. So, hier soll jetzt eben ausgemacht werden, was könnte für die Leute, die gerade ihre Daten eingegeben haben, am interessantesten sein. Wo sagen die am ersten ja, wenn die jetzt angerufen werden? Oder wo kann man noch Provision einstreichen, zum Beispiel mit kostenlosen Freikarten? Nein, wollen wir nicht haben. Wir möchten auch keine Zeitung abonnieren, darum werden wir ja noch angerufen. Hilfe bei der Steuererklärung brauche ich immer. Haben Sie leckere Lebensmittel? Ja, möchte ich haben. Stromanbieter wechseln. Ah, hier irgendwelche Pflegemittel. Irgendwelche Mitgliedschaften bei irgendwelchen Meinungsseiten, wo du 10 Cent pro Umfrage kriegst. Nochmal Werbung dazwischen. Sehr gut. Wollen wir nicht haben. 300 Jahre im richtigen Gasanbieter. Ja, guck mal, da. Nein, wollen wir nicht haben. Wollen wir auch nicht haben. Hier ist auch wieder so eine meiner Lieblingsfragen, wo gefragt wird, wie viel würde man für Zahnzusatzversicherungen ausgeben? Und egal welche Zahl du hier anwählst, die werden dich anrufen und dir sagen, sie können dir das anbieten. Steht aber hier nirgends, dass die dich anrufen oder die Frage, ob du damit eingestanden bist. Nehmen wir das Teuerste. Zahlen Sie Ihre Gasrechnung selber? Ja, aber zahlt der Vermieter oder zahle ich selber? Klickst du Vermieter an, rufen sie dich nicht an, weil du kannst nicht Vertrag wechseln. Bist du selber, rufen sie dich an. Die lieben Freunde von Yellowstrom oder Gas. Und wir schauen eher klassisches Fernsehen, weil Herr Maulwurf hat alles andere verboten. Im Anschluss werden wir noch aufgefordert, das E-Mail zu bestätigen, das wir geschickt haben. Aber egal, ob wir das bestätigen oder nicht, die rufen trotzdem an. Jetzt hatte ich ja versprochen, es gibt noch mehr über diese Firma. Da, die haben bei Facebook haben die eigene Seite ins Leben gerufen. Razerdrink. Rasierklingen scharf. Da fällt Betrug drunter. Und hier hast du eben immer wieder Aktionen, wo die vermeintlich was verschenken. Und erschreckend ist, dass fast 10.000 Leute diesen Menschen folgen. Bevor wir uns hier das Profil weiter anschauen, die haben eine Webseite angegeben. Was würdet ihr erwarten von der Firmen-Homepage zu einem Produkten? Nehmen wir Nestle oder Cola oder Pampers oder Walter Waffensystemen. Jede dieser Seiten würde sagen, das bin ich, das ist mein Vorstand, das ist Philosophie, das sind neue Produkte. So sieht die Firmenseite von Razer Energy Drink aus. Du kannst da nicht bestellen, du hast da keine Inhaltsstoffinformationen, wozu die rechtlich verpflichtet wären, du hast nur diese Gratis-Testseite. Mehr haben die nicht. Das ganze System Razer Drink dreht sich um diese Seite, wo du deine Daten eingeben sollst, die die Firma dann teuer verkauft. Das ist der ganze Zauber. Und hier findest du, wenn du dir einfach mal die Kommentare anschaust, die Leute markieren sich alle gegenseitig. Es fallen ganz viele darauf rein. Und du hast wenige bis keine, die sagen, das klappt überhaupt nicht. So, siehst du? Vermeintliche Firmenzentrale. Ich finde das Bild nicht mehr. Das ist übrigens mit Photoshop gemacht. Guck mal, das ist auch geil. Kennt ihr werdende Eltern? Klar, die Frau ist schwanger. Dann gibst du dir am besten Energy Drink. Dann soll dir diese Scheiße noch angedreht werden. Das sind die. Bob schickt Grüße aus dem Lager. Ihr habt kein Lager, blöd. Habt nun eine eigene Facebook- oder Instagram-Channel, dann schreibt uns eine Nachricht. Ja, da sollst du dann Werbung für die machen und kriegst dann vermeintlich die 12 Drinks. Geht auf YouTube oder Twitter. Da würde tatsächlich einer seinen Kanal für sowas opfern. Ist doch traurig, oder nicht? Es ist traurig. Hier schreibt jetzt endlich mal einer, ich betreibe 4 Seiten, aber bis heute noch nichts bekommen.
Als ich das erste Mal über diese Seite geguckt habe, da waren noch sehr, sehr viele negative Kommentare. Ich habe wohl aber inzwischen wahrscheinlich gemerkt, es wird ein bisschen viel und haben dann alles weggehauen. Jetzt wollen wir mal gucken, wer sich hier tatsächlich hat hinreißen lassen, diese Geschichten zu testen. Das möchte ich mir jetzt doch noch geben, da bin ich vorher noch nicht drüber gestolpert. Ein Gaming-Kanal mit auch 3.500 Folgenden hat es tatsächlich diese Kram geteilt und damit seine Abonnenten in eine Datenfalle geführt. Auch so kann das laufen. Das sind nicht immer nur Hartz-IV-TV auf Facebook, die solche Sachen teilen, weil denen langweilig ist. Nein, das sind auch tatsächlich mal große YouTuber, große Instagram-Kanalbetreiber oder sonst irgendwas, die das besseren Wissens einfach so hinnehmen. Da gibt es was Geiles, das will ich teilen. Im Endeffekt schaden sie aber den Leuten, weil die alle ihre Daten für Telefonterror, E-Mail-Spam freigeben und diese Daten immer weiterverkauft werden. Wenn du da erstmal drin bist, kannst du gute Nacht sagen zu deinem Festnetzanschluss, kannst du gute Nacht sagen zu deinem E-Mail-Postfach und du wirst keine Ruhe mehr haben. Und du wirst dir ewig vorwerfen, dass du so blöd warst, damit zu machen. Also, ihr könnt doch merken: Razer Energy Drink, Datenfalle. Real existent, äußerst zweifelhaft. Worum geht es? Daten sammeln. Worum? Um Geld zu kriegen. Wir haben mal eine so schöne Seite gehabt, dass jeder Datensatz ist 2 Euro wert. Jetzt geh mal aus, die 10 Personen haben sich hier eingetragen, die 10.000 Personen haben die alleine dafür schon 20.000 Euro bekommen. Super. Jetzt sind das ja aber Leute, die diese Seite scheinbar selber anbieten. Heißt, die kriegen von den ganzen Firmen, die da drin stehen, Geld. Und geh mal davon aus, dass sich da nicht nur knapp 10.000 Personen beteiligt haben, so einen Aufriss, wie die da drum betreiben. Ihr wisst jetzt Bescheid und könnt mit diesem Wissen, das ihr heute erworben habt, andere warnen, wenn ihr den Link irgendwo seht, und andere zurechtweisen, wenn ihr seht, wer das verteilt, denen einfach mal zu sagen, dass das scheiße ist und dass sie die Menschen in eine Falle locken. Verweist die Leute gerne auf dieses Video, auf den Kanal. Ich habe ja noch mehr dieser Art und freue mich immer über Feedback. Oder wenn ihr selber so etwas entdeckt, schreibt mir bei YouTube, schreibt mir bei Facebook, wie auch immer, ruft mich an, wenn ihr im Callcenter arbeitet und meine Nummer kennt. Sagt Bescheid, durch diesen Input lebt der Kanal und durch diese Warnungskette können wir irgendwann mal diesen Scheißdreck durchbrechen, den die sich aufgebaut haben. Nämlich die stillschweigende Akzeptanz, dass es so etwas gibt. Auf in den Kampf, Ziegenarmee. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Unterstützer Patreons, an alle Zuhörer. Ihr seid ein geiler Haufen. Bis dahin.